Alles Gute zum Tag des Kolumbus. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gedenken heute Christopher Kolumbus' Ankunft in der neuen Welt. Die Medien haben normalerweise kein Problem damit, die Wahrheit über diesen amerikanischen Helden zu enthüllen. Die meisten Menschen, die sich außerhalb der öffentlichen Propaganda weiterbilden, wissen, dass der Mann heute im 21. Jahrhundert für Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden würde. Das natürlich nur, solange er es nicht irgendwie geschafft hätte, den Gipfel politischer Macht zu erreichen. Es gibt allerdings einen Aspekt von Kolumbus' Sünden, der ignoriert wird. Als er die Segel setzte in Richtung dessen, was sich als der amerikanische Kontinent herausstellte, hatte er eine Order des Königs Ferdinand von Spanien bei sich. Beschaffe Gold. Menschlich, wenn möglich, aber um jeden Preis. Beschaffe Gold. In seiner Gier nach Gold bestahl Kolumbus die einheimische Bevölkerung des neu entdeckten Landes und zwang sie, in seinen Goldminen zu arbeiten. Er schlachtete den Widerstand ab und wurde zum Stammvater des transatlantischen Sklavenhandels. Mädchen im Alter von nur 9 Jahren wurden in die sexuelle Sklaverei verkauft. Der Völkermord, der von Kolumbus und seinen Nachfolgern begangen wurde, füllte die Schatzkammern der spanischen Krone mit gestohlenem Gold und machte so die herrschende Klasse des Landes sagenhaft reich. Als das gestohlene Gold seinen Weg in die spanische Wirtschaft fand, schossen die Preise in die Höhe. Die Inflation wütete, weil die Goldmenge drastisch vergrößert wurde, während die Menge der produzierten Waren gleich geblieben ist. Die Preise in Spanien stiegen alleine im 16. Jahrhundert um 250%. Das spanische Imperium brach langsam unter seiner eigenen Gier zusammen, um schließlich der erste Staat zu werden, der aufgrund seiner Staatsschulden zahlungsunfähig wurde. Philipp II. Von Spanien gab in weniger als 40 Jahren 4-mal den Bankrott bekannt. Die wirtschaftliche Zerstörung war nicht auf Spanien begrenzt. Sie breitete sich langsam in ganz Europa aus, als die Spanier begannen, Güter zu importieren, die ihre eigene verkrüppelte Wirtschaft nicht mehr produzieren konnte. Die spanische Wirtschaftskatastrophe, die durch den rücksichtslosen Import von amerikanischem Gold begann, dauerte 400 Jahre. Historiker nannten diese Zeit der unkontrollierbaren Inflation die Preisrevolution. Ein Gelehrter betonte, der Zustrom wertvoller Edelmetalle nach Europa führte zu einer der größten Preisrevolutionen auf Bargeldbasis der Moderne, wenn nicht in der gesamten Geschichte. Er schrieb dies im Jahre 1929, sodass er nicht mitbekam, was aus der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg werden sollte. Wenn euch also das nächste Mal ein Politiker erzählt, dass Öl, das schwarze Gold und andere durch Krieg erlangte Ressourcen eine gute Rechtfertigung für Gewalt seien, dann erinnert euch daran, wie es Spanien im 16. Jahrhundert erging. Das Gold, das Menschen reich machen sollte, ruinierte am Ende jeden, der es berührte. Gewalt führt immer zum exakten Gegenteil des Ziels, das mit Gewalt erreicht werden soll.